Alhamdulillah, Subhanallah. Guck mal, du machst einen Satz. In diesem Satz sagst du, Salam Aleikum. Das erstmal erwähnen von Allah, das ist ein Name von Allah. Salam Aleikum. Wie das Salam Aleikum ist Friede auf dir. As-Salam ist ein Name von Allah, der Frieden, der Heil bringt. Ja? As-Salam Aleikum, der Friede auf dir oder Allah ist mit dir. Dann sagt er zu dir, wie geht's? So wie in Deutschland, du sagst, Hi. Dann sagt er, Hi. Wie geht's? Könnte besser sein. Das hast du heute ein schlechtes Wetter mitgebracht. Nee, aber der sagt, wie geht's? Der sagt Salam Aleikum. Erstmal der Gruß des Friedens, den auch Jesus alaihissalam benutzt hat. Dann der zweite sagt er, wie geht's? Dann sagt er, Alhamdulillah, aller Lob sei Gott. Der liegt, der hat zwei Beine gebrochen, zwei Arme gebrochen, den Hals verletzt, die Nase kaputt geschlagen, Zähne rausgehauen, weil er einen Autounfall hatte, sagt Alhamdulillah. Es könnte nicht besser sein. Dann sagst du, ja, was ist passiert? Ja, ich habe einen Unfall gemacht. Alhamdulillah, mir ist nichts passiert. Dann sagt er, Subhanallah, gepriesen sei Allah, dass nichts passiert ist. Alhamdulillah. Und das ist das Gespräch, Achi. Das heißt, dein ganzes Leben ist Allah. Du stehst, warum, guck mal, diese fünf Gebete am Tag. Warum hat nicht Allah gesagt, bitte einmal am Tag fünf Gebete? Du erinnerst dich immer wieder an Allah. Warum braucht Allah das? Wir brauchen das. Manche sagen, ja, ihr seid zu schwach. Nein, wir sind nicht zu schwach. Wir Menschen sind alle schwach. Wir Menschen sind alle schwach. Und schau dir an, wo einige ihr Ende fanden. Das ist dieses Bewusstsein, was wir kriegen durch diese Gottesdienst-Taten. Ja? Aber jetzt reden wir von dem Ziel, dass wir Allah dienen. Welches Ziel haben wir mit den Menschen, die heute die Shahada gesagt haben? Das große Ziel ist als allererstes, vor der Hölle wegzukommen. Denn die Hölle, subhanallah, ist der grausamste Ort, den wir uns vorstellen können. Subhanallah, gibt es hier einen im Raum? Gibt es hier einen im Raum, der sich noch nie verbrannt hat? An eine Flamme gekommen ist, an eine Herdplatte? Der soll bitte aufzeigen. Gibt es einen? Es gibt keinen. Du hast dich auf jeden Fall einmal in deinem Leben verbrannt. Ansonsten, du wirst es noch tun. Dass du den Schmerzen kennst. Subhanallah, und Allah sagt, warum kriegt jeder Mensch von uns diese Erfahrung? Hat sich jeder Mensch schon mal, was weiß ich, ist jeder Mensch schon mal von, ist ihm schon mal eine Hummel in den Rachen geflogen? Nein. Warum hat sich jeder schon mal verbrannt? Subhanallah. Du weißt, subhanallah, wie eine Weisheit von Allah, er sagt, dass diejenigen, die diese Religion nicht folgen, in die Hölle gehen. Und diejenigen, die sagen, wir folgen der Religion, und die sind aber eigentlich gar keine Gläubigen, dass die in die tiefste Hölle gehen. Subhanallah, guck mal, jeder hat sich verbrannt und Allah sagt, dass das, der Prophet s.a.w. berichtet, dass das Feuer in der Hölle 70 Mal heißer ist als das heißeste Feuer auf der Welt. Und schwarz. Jetzt, erstmal, wenn man davon wegkommt, Alhamdulillah, faqad faz. Wer davon wegkommt, der hat schon Erfolg gehabt, Alhamdulillah. Aber was ist das eigentliche Ziel? Die ewige Glückseligkeit im Paradies, Alhamdulillah. Und was ist das Paradies? Viele denken ja, da ist jemand mit der Harfe am Spielen oder ja, wissen wir nicht und hin und her. Weißt du so, aber der Islam beschreibt dir sehr viel vom Paradies. Auch wenn wir immer eins wissen müssen, dass das, was uns beschrieben wird, immer die Wahrheit nur, sagen wir mal, ich gebe ein Beispiel, einigermaßen wiedergibt. Weil das sind Wörter, die benutzt werden für Dinge, die aber eigentlich auch eine andere Wahrheit haben, noch dahinter. Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Man hat einmal versucht, einen Indianerstamm, der noch nie Schnee gesehen hat, man hat ihn versucht, Schnee zu erklären. Was ist Schnee? Und als sie denen dann Schnee gezeigt haben, haben sie den Schnee nicht erkannt. Weil der Schnee etwas ist, womit sie nie Erfahrung gemacht haben. Deswegen siehst du zum Beispiel kleine Kinder. Ein kleines Kind, das guckt nach Dingen. Jede Sache ist für die, wisst ihr, das kleine Kind im Mund, das Baby sieht, die sagt, oh, packt das an, nimmt das in den Mund. Weil man ist leer, man hat gar keine Information. Aber man macht diese Erfahrungen. Deswegen, das, was im Paradies ist, wir haben keine unmittelbare Erfahrung damit gemacht. Deswegen beschreibt uns Allah dies mit einigen Dingen, aber wir können uns trotzdem die Wirklichkeit dieser Sache nicht 100% vorstellen. Aber Alhamdulillah,
Ich fange erstmal an, diese Unterschiede zwischen dem diesseitigen Ziel und jenseitigen Ziel in vier Unterschieden zu erwähnen. Erster Aspekt ist die Quantität, zweiter Aspekt die Qualität, dritter Aspekt die Reinheit, sage ich mal, vierter Aspekt die Zeit. Fangen wir an mit der Quantität. Der Prophet s.a.w. erzählt einem Hadith, Hadith heißt das also, was der Prophet berichtet hat, von einem Mann, wir wissen, dass derjenige, der gläubig ist, kommt irgendwann aus der Hölle raus. Derjenige, der im Schirk und Kuffer stirbt, also im Schirk Beigesellung Gottes oder Kufferleugnung der Botschaft stirbt, dass er niemals rauskommen wird. Er berichtet von einem Mann, der als allerletzter aus der Hölle gekrabbelt kommt. Wer weiß, wie lange er da war. 100 Jahre, 1000 Jahre, 1 Million, 1 Milliarden Jahre. Wir reden von Ewigkeit. Er ist der Letzte, der rauskrabbelt und er kommt in ein Land zwischen dem Paradies und der Hölle. Einem öden Land, wo nichts steht. Ödes. Und auf einmal sieht er einen Baum. Und ich gebe die Geschichte sinngemäß wieder. Und er sagt zu Allah, oh Allah, erlaube mir, zu diesem Baum zu gehen, damit ich von den Früchten esse und Schatten nehme und damit ich von dem Wasser trinke. Also muss irgendwie Wasser an dem Baum gewesen sein. Und er geht an diesen Baum. Erster Baum. Und sagt, dann kommt dann auf einmal, wie er da ist, sieht er den zweiten Baum. Weiter weg. Ein größerer Baum. Dann sagt Allah, lass mich zu diesem Baum gelangen, damit ich von den Früchten esse und von dem Wasser trinken. Und Allah sagt zu ihm so sinngemäß, ja, wirst du mich danach dann nicht anderen mehr fragen? Bist du dann zufrieden? Wirst du mich dann nicht anderen mehr fragen? Also sinngemäß, ja, also um die Geschichte sinngemäß zu erfassen. Und er sagt, danach will ich nichts mehr, ich habe nur eine Bitte. Danach habe ich keine Bitte mehr, nur zu diesem Baum. Und er geht zu dem zweiten Baum. Und dann nächstes, da kommt der nächste Baum. Und er sagt wieder, ja, nein, danach habe ich keine Bitte mehr. Und ich weiß nicht, ob es drei oder vier Bäume waren, auf jeden Fall. Danach habe ich keine Bitte mehr. Und dann sieht er das Tor vom Paradies. Und die Bäume sind immer größer geworden, weil die Hölle ist sowas von verflucht, dass die Bäume, umso weiter sich von der Hölle entfernen, größer geworden sind. Dann sieht er das Paradies. Und er sagt, eine Bitte, oh Allah, ich will gerne zu dem Tor. Ich will mal an das Tor gehen, in den Schatten sitzen, an das Tor kommen. Er sagt, ja, hast du danach keine Bitte mehr? Er fragt immer wieder. Und er kommt zum Tor. Er ist an dem Tor, er hört die Stimmen aus dem Paradies. Diese Freude, dieses Gerede. Und er merkt, diese Menschen müssen unheimliche Freude haben. Subhanallah. Vielleicht wie so jemand, im kleinen Sinne, wenn jemand ins Schwimmbad will, dann hört die Leute da, diese Schiffen. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber nur um ein Bild zu haben ungefähr. Ja, dann sagt er, da sieht das Paradies, da hört dieses Schiff, da kann er nicht mehr aushalten. Er sagt, oh Allah, lass mich durch das Tor durchgehen. Und er lässt ihn durch das Tor durchgehen und Allah sagt zu ihm hier, bist du zufrieden? Wenn ich dir gebe, schau dir an, das ist der Letzte, der aus der Hölle rauskommt. Der schlechteste Gläubige. Bist du zufrieden, wenn ich dir so viel gebe, wie die ganze Welt und was in dir ist? Er sagt, ja, ich bin zufrieden. Er sagt, ich gebe dir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Der ist beim fünfmal, wie die ganze Welt. Kannst du dir vorstellen, die ganze Welt. Stell dir vor, dieser ganze, stell dir vor, ganz Oberhausen. Subhanallah. Stell dir vor, in der Fußgängerzone, wenn einer ein großes Haus hat, von 1 Million, nicht in der Fußgängerzone, sondern irgendwo in dem schönsten Viertel, in Köln, im Hahnwald, das reichen Viertel von Köln, da baut er sich vielleicht eine Villa für 1 Million. Wer gibt's, der die ganze Welt hat? Der gibt ihm die ganze Welt, und zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, bist du zufrieden? Er sagt, stopp, reicht, es reicht, fünfmal, will nicht, er sagt, es reicht jetzt. Und er gibt ihm zehnmal die ganze Welt, und was ist denn hier? Er sagt, und er kann ihn fragen, er kann Allah um alles fragen, was sein Auge erfreut und was sein Herz berührt. Kannst du dir vorstellen, Achi, das ist der letzte Mensch, der aus der Hölle rauskommt. Das ist das, was er bekommt. Nicht wie hier, du verbarrikadierst dich in deinem Schrebergarten 25 Jahre lang. Der hat die ganze Welt und lebt gesund und lebt ohne Probleme. Und lebt ohne Zweifel und lebt in Freude und lebt in Liebe mit den Inbewohnern vom Paradies. Zehnmal, das ist der Letzte, der ins Paradies geht. Wir wissen vorher nicht von denen reden, die vielleicht 1 Milliarde Jahre vorher ins Paradies gekommen sind. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Diese Geschichte sinngemäß.
Subhanallah. Das ist die Qualität. Das ist alles, was du hast. Du kriegst mehr und mehr und mehr. Und dieser Mensch, der